Hi, mein Name ist Jean, ich studiere CMD hier an der FH in Aachen, bin im vierten Semester. Gute Frage. Das Besondere für mich ist die Orientierung, dass es halt so praxisnah ist, dass ich viel, wie soll ich sagen, zum Anfassen habe und die Sachen nicht nur theoretisch erlebe, sondern wirklich ans Machen komme. Ich habe zuerst tatsächlich eine Universität gewählt und habe dann herausgefunden, dass das leider nichts für mich ist, da mir der Praxisbezug einfach total gefehlt hat und ich nicht nur über die Theorie sprechen wollte, sondern wirklich was tun wollte und schon während des Studiums praktische Erfahrungen sammeln wollte. Also die verschiedenen Disziplinen gefallen mir sehr gut, weil ich einfach ein Mensch bin, der viele Interessen hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel programmiere, also ich programmiere gerne, dann interessiert es mich aber auch, wie das dann später als Produkt quasi auf den Markt gelangen könnte oder was die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge einfach sind. Deshalb finde ich interdisziplinäre Studiengänge so allgemein einfach total toll, weil man quasi gezwungen ist, über den Tellerrand zu schauen und seinen eigenen Bereich verlassen muss, ein bisschen umdenken muss, auch vielleicht manchmal, was ja manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist, weil nicht jeder Bereich oder jedes Modul interessiert einen gleichermaßen, aber das Grundinteresse ist einfach da, zu schauen, welche Effekte hat, welche Auswirkungen hat dieses Handeln oder das Handeln auf das Produkt, was man da hergestellt hat und nicht nur, dass man eine Internetseite programmiert und die steht für sich alleine, weil die steht ja immer im Kontext zu anderen Disziplinen. Ja, ich finde das total sinnvoll, weil die meisten Startups kommen ja jetzt im Moment aus dem Bereich Informatik, die ganzen Apps, die ganze Branche boomt ja förmlich. Und für Informatiker, für Programmierer ist es ja dann umso wichtiger zu wissen, was für einen Hintergrund das betriebswirtschaftlich hat oder was für eine Schnittstelle da vorhanden sein muss, damit das Produkt, die App oder was es auch ist, vielleicht eine Internetseite auch, damit das auf dem Markt ankommen kann und wie die Vertriebswege sind, welche Zielgruppe da angesprochen werden soll und nicht, dass einfach ein super programmiertes Produkt dasteht und man nicht weiß, wie man das an den Mann bringt. Deshalb ist diese Kombination meiner Meinung nach extrem sinnvoll und würde ich jetzt nicht CMD studieren, hätte ich mir vielleicht überlegt, Wirtschaftsinformatik zu machen. Holt euch auf jeden Fall genug Informationen und startet nicht einfach so irgendein Studium, nur weil es sich gut anhört vom Namen, sondern beschäftigt euch mit den Inhalten wirklich, was kommt da vor, wie theoretisch ist das, wie praktisch ist das, geht zur Studienberatung und lasst euch wirklich beraten, weil das ist im Endeffekt verlorene Zeit, die man besser investieren könnte, vielleicht mit einem Auslandssemester etc.